möchtest unbedingt die Front Squats ausführen, bist aber hier nicht mobil genug im Handgelenk oder der Schulter, sodass dir die Stange immer runterrutscht oder du Schmerzen im Handgelenk hast. Dann habe ich einen Tipp für dich. Man hört zwar immer wieder, okay, dann mach doch hier diese Genie-Position oder Bodybuilding-Technik, indem du die Arme hier vorne verschränkst und dann in die Frontkniebeugen gehst. Ich bin jetzt aber nicht so der Fan von, denn einerseits kannst du dir hier eine Dysbalance antrainieren, denn eine Schulter ist immer tiefer als die andere. Des Weiteren kriegst du hier keine Spannung in der obere Rumpfbereich wirklich. Um das jetzt zu vermeiden und trotzdem die Front Squats ausführen zu können, nimmst du dir einfach Zughilfen zur Hand. Die hat man ja normalerweise eher so bei ziehenden Bewegungen wie Kreuzheben oder beim Rudern. Wir missbrauchen die jetzt, aber für die Front Squats einfach hier die Schlaufen um die Stange ziehen, festziehen. Und dann kommt es halt auf deine Mobilität an, in der Schulter und im Handgelenk, wie nah du jetzt an der Stange greifst. Die verlängern jetzt eigentlich einfach nur deine Finger, dass du nochmal drum kommst. Du gehst trotzdem rein, wie beim normalen Front Squat, aber statt jetzt irgendwie zu versuchen, die Finger da rumzubiegen und irgendwie eine ungünstige Zwangsposition in deiner Schulter und Handgelenk hervorzurufen, nimmst du jetzt diese Zughilfen, die verlängern deine Finger und du kommst jetzt ganz bequem hier in die Position rein. Wie mobil du bist, kommst du näher an die Stange. Wenn du nicht so mobil bist, greifst du halt weiter weg. Somit bist du jetzt nicht auf eine Hypermobilität irgendwie angewiesen, kannst trotzdem die Front Squats machen. Dadurch, dass wir die Zughilfen haben, sind wir hier im Gegensatz zu dieser Genie-Haltung symmetrisch ausgerichtet und können hier noch mehr Spannung im oberen Rumpfbereich aufbauen.